Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin ja immer noch hier gewesen und am Wochenende war ich ja in Köln. Das Problem ist, ich konnte dieses Video dann halt nur so machen. Ja, es sollte halt ein bunter Adventskalender vorgestellt werden. Viele andere haben sich zusammengetan und haben eine bunte Mischung gemacht. Der heißt nämlich der bunte Adventskalender 2017. In der Infobeschreibung habt ihr die ganzen Sachen drin und nach dem Intro fange ich an mit meiner Top 5 meiner Lieblings-Weihnachtsfilme. Viel Spaß! Auf Nummer 5 kommt auf jeden Fall Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Das ist auf jeden Fall ein sehr toller Film, gibt es auch 1000 Varianten. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt wert auf der Top 5. Auf Platz 4 ist auf jeden Fall Nightmare Before Christmas von Tim Burton. Ist halt ein Disney-Film, den mag man vielleicht nicht so, aber ich finde ihn sehr geil gemacht. Auch mit diesen Stop-Motion und so weiter. Ich finde, das ist ein Top Weihnachtsfilm und deswegen gehört er in meiner Top 4. Und weiter geht's mit Top 3. Auf Platz 3, wer kennt ihn nicht, wer kennt sie nicht, die ganze Familie, die Griswolds. Natürlich, die Griswolds allesamt sind natürlich eine Filmreihe, die man gesehen haben muss und die kommen auf jeden Fall auch bei mir auf Platz 3. Und wer darf natürlich nicht fehlen im Top-Ranking und das ist halt auch wirklich meiner Lieblingsfilme, wenn auch Macaulay Culkin nicht mehr so einer der besten Schauspieler ist. Ist halt Kevin allein in New York Teil 2. Also Top 2. Ja, und dann braucht ihr nicht lange fragen, wer ist auf Top 1? Natürlich Kevin allein zu Hause. Ja, das war meine Top 5 gewesen. Was ist denn eure Top 5? Könnt ihr mal ja gerne in die Kommentare setzen. Vergisst nicht auf die anderen Kanäle zu gehen. Die habe ich in der Videobeschreibung hier verlinkt. Und ich bin jetzt hier auf Platz, also auf dem 5. Dezember bin ich hier halt hier gestartet. Und ich bin das 5. Türchen. Und ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne mal ein Like geben. Wenn nicht, dann ein Dislike. Aber guck mal, so schön ist das hier. Da könnt ihr dann mal ein Like geben und natürlich ein Abo. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.